Das war Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Umgang mit dem digitalen Wandel auf der Technologiemesse CeBIT in Hannover. Ihr Kollege und Stellvertreter Vizekanzler Sigmar Gabriel ist heute in Berlin auf der Internationalen Energiewendekonferenz. Da treffen sich Entscheidungsträger der Energie- und Außenpolitik mit führenden Energieexperten, um die aktuellen Entwicklungen der Energiepolitik zu besprechen. Die deutsche G20-Präsidentschaft unterstreicht die Bedeutung dieses globalen Energiewendedialoges. Unterdessen haben die USA am Wochenende bei einem Treffen der G20-Finanzminister eine Erklärung verhindert, die ein Bekenntnis zum Umweltschutz beinhaltet hätte. Wir sehen Ausschnitte aus der Rede von Wirtschaftsministerin Zypris und Außenminister Gabriel auf der Energiewendekonferenz in Berlin. Wenn man in andere Länder der Welt kommt und über die wirtschaftliche Entwicklung und über die Energieversorgung spricht, dass viel in Bewegung geraten ist. Was wir sehen, ist eine globale Wende. Derzeit wird weltweit mehr in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert als in konventionelle Energieträger. Das war in der Vergangenheit fast immer anders. Und was dabei besonders ins Auge sticht, es sind nicht mehr die Industrieländer, die im Moment am schnellsten den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, sondern es sind die Entwicklungs-, die Schwellenländer, die am Beginn ihrer Industrialisierung stehen. Das, was einmal so als Randidee in den entwickelten Ländern zum Teil auch ein bisschen belächelt wurde, ist längst zum globalen Zukunftstrend geworden. Und vor allen Dingen, diese Entwicklung führt nicht nur dazu, dass wir umweltschonender und klimaschonender Energie produzieren, sondern wir können es dezentral, wir können oftmals auf teure Netze verzichten, aber vor allen Dingen schafft es auch neue Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze. Allein in diesem Land sind weit über 300.000 neue Beschäftigungsplätze entstanden in einer völlig neuen Industrie. Wir zeigen also, Umweltschutz, Ressourcenschonung, Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Und diese Entwicklung, sie hat spürbar positive Auswirkungen eben nicht nur auf die Energiebilanz, sondern auch auf die ganze Volkswirtschaft. Nicht nur das, ich stehe hier heute eben nicht mehr nur als Umwelt- oder Energieminister vor Ihnen wie in den letzten Konferenzen, sondern als Außenminister unseres Landes. Und auch für die Außenpolitik ist klar, die Versorgung mit nachhaltiger Energie ist längst auch zu einer Sicherheitsfrage geworden. Sie ist auch oft zu einer Gerechtigkeitsfrage geworden. Das ist eine Frage, die entscheidenden Einfluss hat auf Frieden und auf Stabilität in unserer Welt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Wir sehen, wie Staaten, die zu abhängig von Rohstoffimporten sind, unter Druck geraten, nicht nur wirtschaftlich, sondern dann, wenn die Lieferwege durch Konflikte, durch Krieg und Bürgerkrieg instabil und unsicher werden. Wir sehen auch, wie die Rohstoffversorgung selbst zum Gegenstand von Konflikten, von Krieg und Bürgerkrieg werden kann. Und wir sehen, wie die Folgen des Klimawandels Krisen und Konflikte verschärfen können, etwa wenn in ohnehin schwierigen Regionen der Welt der Zugang zu Nahrungsmitteln wegen fehlendem Wasser schwieriger wird und auf einmal bewaffnete Auseinandersetzungen stattfinden, um den Teil der Region, in dem überhaupt noch ein Überleben möglich ist. Und schließlich sehen wir, dass die Energieversorgung auch gerade für Menschen in Entwicklungsländern eine ganz entscheidende Voraussetzung für ihren wirtschaftlichen Aufholprozess ist und damit letztlich für die Frage von Gerechtigkeit in unserer Welt. Deshalb, wir brauchen die globale Energiewende nicht nur mit Blick auf Umwelt und Energie und Energie- und Klimaschutz. Wir brauchen die globale Energiewende, weil sie die Welt sicherer und gerechter machen kann. Es ist ein großer Erfolg, dass wir dies als Weltgemeinschaft erkannt und festgeschrieben haben, indem wir eine global nachhaltige Energieversorgung in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen aufgenommen haben und nicht zuletzt, indem wir uns auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt haben. Aber jetzt geht es eben um die Umsetzung. Dazu stehen wir. Und dafür wollen wir
in Deutschland auch unsere Präsidentschaft in diesem Jahr der G20-Staaten nutzen. Unser Ziel ist es, eine gemeinsame Position aller G20-Staaten zu erreichen, um zu einer langfristigen Dekarbonisierung des Energiesektors beizutragen. Dafür müssen wir Subventionen für fossile Energien abbauen und wir müssen Investitionen in erneuerbare Energien lenken. Und übrigens, auch die fossilen Energiequellen haben natürlich in der Zukunft eine Bedeutung, zum Beispiel als Rohstoffbasis für weite Teile unserer Industrie. Meine Damen und Herren, die internationale Energiewende ist voll im Gange. Wir sind am Beginn einer neuen Ära. Das heißt für uns als Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker und auch als Energiepolitikerinnen und Energiepolitiker, dass wir gemeinsame Rahmenbedingungen schaffen müssen, um die Ziele von New York und auch von Paris zu erreichen. Dazu gehört auch eine wirkungsvolle institutionelle Einbettung der Energiewende. Gute, verlässliche Beispiele sind IRENA und auch die IEA, deren Leiter Adnan Amin und Fatih Birol ich hier ganz herzlich willkommen heißen möchte. Die Politik kann diese epochale Aufgabe jedoch nicht alleine stemmen. Wir brauchen starke und verlässliche Dialogformen zwischen Regierungen, Investoren, Energiewirtschaft und Zivilgesellschaft. Und dazu sind wir heute hier. Wir wollen die globale Energiewende gemeinsam gestalten. Wir wollen eine sichere, verlässliche und bezahlbare Energieversorgung weltweit, damit wir wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand und Gerechtigkeit voranbekommen. Wir wollen also Berlin für die kommenden Tage erneut zur Hauptstadt der globalen Energiewende machen und ein klares Bekenntnis abgeben. Ein klares Bekenntnis für einen multilateralen Ansatz und für die Einhaltung unserer gemeinsamen energie- und klimapolitischen Ziele. Unsere Aufgaben, meine Damen und Herren, als Regierungen ist es, die richtigen Rahmenbedingungen für die notwendigen Investitionen in die Energie- und Klimapolitik zu setzen. Dabei, glaube ich, sollten wir uns von folgenden Rahmenbedingungen leiten lassen. Der erste Punkt ist Efficiency First. Das heißt also, wir wollen den Energiebedarf in allen Sektoren dauerhaft und deutlich senken. Und zweitens wollen wir die direkte Nutzung von erneuerbaren Energien stärken. Also nicht nur Nutzung zur Stromerzeugung, sondern auch zur Wärme, als Wärme. Und der dritte Punkt ist, wir wollen Strom aus erneuerbaren Energien auch im Wärme-, im Verkehrs- und im Industriesektor nutzen, um weitere Wirtschaftssektoren miteinander zu verkoppeln. Bei all dem ist mir, und das hat Sigmar Gabriel schon so angelegt in dieser Legislaturperiode und ich werde es weiterführen, ist es mir besonders wichtig, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit und die Versorgungssicherheit erhalten bleibt. Das heißt also, meine Damen und Herren, wir dürfen keinen Widerspruch zulassen zwischen ökonomischem und ökologischem Erfolg. Beides muss Hand in Hand gehen. Und dafür ist es auch wichtig, Versorgungssicherheit und kosteneffizient bei hohen Anteilen erneuerbarer Erzeugung zu gewährleisten. Ging es, meine Damen und Herren, zu Beginn der Energiewende vor allem darum, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, geht es jetzt darum, dass wir das System als Ganzes im Blick haben und auf Kosteneffizienz achten.